Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir Weihnachtsdeko. Wir brauchen Pappe, Schachteln, Zahnstocher, Perlendraht, künstliches Tannengrün, einen Brauselippenstiftdeckel, Hemlock-Tannenzapfen, Büroklammern, transparenten Kunststoff, Briefklammern, Zweige, Plastikröhrchen und Geschenkpapier. Und einen Filzstiftdeckel. Für die Christbaumkugel nehmen wir eine Perle und kleben eine kleine goldene Perle obendran. Für die Zuckerstangen schneiden wir einfach Büroklammern auseinander und bemalen sie mit weißer Acrylfarbe. Für den Zapfenschmuck eine kleine goldene Perle auf ein Stück Draht schieben, eine Öse formen, die Perle aufschieben, den Draht abtrennen und an einen Hemlock-Tannenzapfen kleben. Den Zapfen dann mit goldener und weißer Acrylfarbe bemalen. Für die Kerzen des Adventskranz Briefklammern aufbiegen und die Köpfe abschneiden. Dann ein Plastikröhrchen nehmen, mit Heißkleber füllen und auf den Kopf der Briefklammer kleben. Das Röhrchen auffüllen und ein Stück einer Büroklammer als Docht hineinschieben. Die Kerzen mit roter und schwarzer Acrylfarbe bemalen. Für den Adventskranz ein Stück künstliches Tannengrün zu einem Kreis formen und zusammenkleben und dann die Kerzen aufkleben. Und jetzt noch die Christbaumkugeln ankleben. Für die Strohsterne die Spitzen von Zahnstochern abschneiden und zusammenkleben zu einem Stern. Jetzt basteln wir noch Schachteln für den ganzen Christbaumschmuck. Hierfür einfach eine Schachtel nehmen, kürzen. Und in die Mitte Pappstreifen als Fächer hineinkleben. Die Schachteln mit weißer Acrylfarbe bemalen. Für die Zweige der Stechpalme einfach rote kleine Perlen an kleine Äste kleben. Für die Vase nehmen wir einfach einen Brauselippenstiftdeckel und kürzen ihn ein und bemalen ihn mit weißer Acrylfarbe. Geschenkpapier darf natürlich auch nicht fehlen. Hierfür einfach Papierstücke aufrollen und zusammenkleben. Jetzt basteln wir noch einen Abroller. Hierfür nehmen wir Pappstücke und kleben sie aufeinander. Da sieht man schon die typische Form. Für das Klebeband kann man ein Stück von einem Filzstiftdeckel abschneiden und dann ein Stück transparenten Kunststoff obendrauf kleben, als Tesa. In die Mitte kann man noch aus Pappe so eine Art Rad kleben, wie man hier auf dem Bild sieht, und das Ganze dann mit schwarzer Acrylfarbe bemalen. Eine Schere habe ich einfach aus transparentem Kunststoff ausgeschnitten und mit silberner und schwarzer Acrylfarbe bemalt. So, da können wir mit dem Geschenke einpacken und dekorieren beginnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald, eure Steffi.